Willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir sind in unserem Zimmer in Banapur aufgewacht, nachdem wir im letzten Teil vom Goldenen Pfad befreit wurden aus Pagan Mins Klauen, einen Unfall gebaut haben und uns ein bisschen durchgekämpft haben. Wir haben uns zu einem Funkturm durchgekämpft und da waren dann wieder ein paar Handlanger von Pagan Min und jetzt sind wir hier sicher in Banapur angekommen. Einem sehr schönen Dorf. Ach, hier sehen wir wieder ein paar Affen. Und der Kollege sitzt auf dem Boden und macht komisches Zeug. So, wir wollten aber zu Sabal gehen und seine Mission machen. Gib ihm etwas Morphium und schalt das Scheißradio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht fällst. Okay. Versprochen. So, Propagandamaschine. Und da ist der Wegpunkt, wo wir hin müssen. Das sieht ziemlich weit entfernt aus. Ja, fast 500 Meter. Ach, hier können wir schon mal Pflanzen einsammeln. Ein violettes Blatt. Damit konnte man sich in Far Cry 3, also nicht mit violetten Blättern, die gab es da glaube ich nicht, aber man konnte sich generell mit Pflanzen Heilmittel herstellen oder ähnliches. Oder Feuerresistenz etc. So, hier haben wir zum Glück eine Seilrutsche, die wir benutzen können. Und damit kommen wir auch dem Ziel sehr, sehr schnell näher. So, rechtzeitig loslassen. Und... Schön, dass du da bist. Das Angebot wechselt. Was Ach, cool. Hier haben wir auch noch einen Händler, bei dem wir ebenfalls die Munition nachfüllen können. Wir können verschiedene Sachen kaufen. Ich würde mal sagen, Körperpanzer wird in den nächsten Missionen recht wichtig sein. Oder auch eine Heilspritze. Obwohl, da schaue ich lieber, wie ich die selbst herstellen kann. Nehmen wir uns mal sicherheitshalber einen Körperpanzer mit, falls da Leute sind, die uns Böses wollen. Nehmen wir mal das Quad. So, schießen mit RT. Kreis ist die Handbremse. Ach, mit dem linken Stick muss man Gas geben und bremsen. Okay, mit einer Seitenwaffe kann man schießen oder Wurfgeschosse werfen. Okay, und man kann auch eine Fahrhilfe anmachen, während... Und währenddessen zielt man dann normal. Okay, das ist auch cool. So, aber erstmal wollen wir zum Ziel kommen. Ich frage mich, warum man nicht mit dem rechten und dem linken Trigger beschleunigen kann. Das fände ich sehr, sehr cool. So finde ich es immer ein bisschen hakelig, wenn man es nur mit einem Stick lenkt. Das gab es schon in Battlefield Bad Company 1, glaube ich. Da hat es mir auch nicht so gut gefallen. Oder nee, in Halo gab es das schon mal. Also eigentlich schon immer, oder? So, grünes Blatt. Davon konnte man sich immer Heilspritzen herstellen. So, wir haben hier noch ein Medikit. Und einen Kletterhaken von einem verunglückten Kletterer, wie es aussieht. Ja. Den Kollegen hat das Zeitliche gesegnet. So, und wir steigen. So, und ich höre schon fremde Stimmen wieder. Sind es wieder Pagan Mins Leute? So, okay, da können wir wieder einen Kletterhaken anbringen. Jetzt müssen wir springen und den Haken lösen. Und rechtzeitig geschafft. Huiuiui, das hätte eng werden können. Aber zum Glück haben wir nur ein bisschen Leben verloren, was sich jetzt auch wieder auffüllt. Hier haben wir wieder einen Revolver. Ach, nehmen wir erstmal nicht mit. Schauen wir mal. So, und die Aussicht ist mal wieder toll in dem Game. Man kann es nicht oft genug betonen. Oh, wow, wow. Und hier wäre ich fast die Klippe runtergefallen. Das war eng, ja. Das war sehr, sehr eng. Das wäre der, glaube ich, lustigste Tod hier. Ach, okay. Uiuiui. Also kann man jetzt zwei Kletterhaken gleichzeitig benutzen. Beziehungsweise einen lösen und den nächsten direkt anbringen.
Okay, da ist ein Gegner. So, schleichen wir uns mal an. Wir wollen ja keine Munition verschwenden. Okay, er sieht uns. Obwohl er nach unten geschaut hat. Okay, durchsuchen wir ihn auch gerade mal. Wir sind gerade gut in Deckung, wie es aussieht. Die Beutetasche ist fast voll. Das Problem hat man am Anfang immer, bis man die ausbaut. So, das Ziel ist, das Signal zu stören. Ja, die Propaganda hört man auch eindeutig raus. So, die Glockentürme, die kennt man auch aus dem dritten Teil. Die kennt man aber auch mittlerweile aus The Crew zum Beispiel. Oder in Assassin's Creed gab es die ja auch. So, damit kann man die Karte aufdecken. Sieht dann auch, wo die ganzen Schätze auf der Karte sind. Die Nebenmissionen etc. Die verschiedenen Tiere, wo sie auf der Karte zu finden sind. So, wir müssen hier weiter hoch. Es war manchmal ganz kryptisch, auch im dritten Teil schon, wo es hier weitergeht. Okay, hier geht es scheinbar weiter. Hier kann man hochklettern, sehr gut. So, und dann hier ganz vorsichtig über den Laufsteg. Jetzt würden wir bei Germany's Next Topmodel sein, super. So, hier können wir das Holz kaputt machen. Sehr gut. Na, immer noch nicht kaputt. So, jetzt können wir durch. Klettern weiter hoch. Ah, da unten ist eine Kiste. Wollen wir die gerade mal einsammeln? Ja, dann sammeln wir ein. Da ist doch sicher was Cooles drin. 3D-Bildbetrachter. So, und wieder nach oben. Ich sehe gerade auf der Karte, da sind ein paar mehr Schätze, aber irgendwie nicht so ersichtlich. Na, besteigen wir erstmal den Funkturm. Die Schätze sind nicht so wichtig. Eieiei. Uiuiui. Komm mal her. Du Halunke. Meine Güte. Ist aber auch interessant, dass sich so ein kleiner Vogel sowas traut. Würde zum Beispiel auch nicht auf dem Elefanten zurennen und den dann angreifen. Einfach so. So, wir können das Signal stören. Sehr gut. Befreien wir das Land vor der gesamten Propaganda. Das ist doch super. Prabhakars Farm. Das Haus des alten Isha. Kyras Zuflucht. Kyras oder Kyrats? Okay, hier haben wir die ganzen Bereiche eingeblendet. Und hier sehen wir auch, in Banapur können wir eine Schnellreise hinmachen. Falls wir uns irgendwo mal verirren sollten, etc. Oder falls wir irgendwann mal zurück wollen. So, hier haben wir ein Waffennest. Was das genau ist, weiß ich nicht. Da könnten wir auch demnächst mal hin. Hier Nachschub für den goldenen Pfad. Das ist, glaube ich, wieder so eine Mission, wo man verschiedene eventuell, also Hilfsmittel etc. verschiffen kann. So, und das kannte man auch aus dem dritten Teil. Man kann Waffen freischalten, also beziehungsweise kostenlos erhalten, wenn man Funktürme deaktiviert. Und was macht man, wenn man gerade mal auf dem Funkturm steht? Man springt natürlich auf die Seilrutsche. Und geht hinunter. So, dann. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier dringend Hilfe. Und zwar schnell. Ach, hier hören wir schon. Jemand braucht Hilfe. Kann mich jemand hören? Wir brauchen hier dringend Hilfe. Okay, hier ist Sabal. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Moment. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Okay. Sabal hat uns auch gerade was gesagt, aber helfen wir mal ganz kurz dem Kerl. Hallo? Vint, bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt! Er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Einen Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfszonen.
Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. So, natürlich helfen wir, wo wir können. Vor allem, wenn es auch dem goldenen Pfad dient. So, da hatten wir wieder einen Adler oder einen Falken. Ich weiß auch nicht genau, was das für ein Tier war. Auf jeden Fall irgendein Raubvogel. Ah, die Dingos, die haben schon in Far Cry 3 einen Nerv. Unnötig aggressiv, die Tiere. So, dann nehmen wir uns mal das Fell von denen. So, Beutetasche ist voll. Schauen wir gerade mal, was wir für Fähigkeiten freischalten können. Denn gerade eben, als wir den Funkturm aktiviert haben, beziehungsweise deaktiviert haben, sind wir im Level aufgestiegen und haben, zwei Punkte, die wir nun verteilen können. Hier sieht man es, manche kosten zwei, manche kosten einen Punkt. So, dann schauen wir mal. Wir können ein zusätzliches Gesundheitsfeld nehmen. Das ist sehr hilfreich. Wir können Heilspritzen erneuern. Beziehungsweise die Heilspritzen erneuern vier der Gesundheitsfelder. So rum. Die Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst, wird deutlich erhöht. Ja, das brauchen wir noch nicht. Ernte, du sammelst doppelt so viele Blätter. Du erleidest weniger Schaden durch Feuer und Explosion, ist auch ganz hilfreich. Elefantenreiter, halte X, um auf einen Elefanten zu reiten. Oh, das ist interessant, das können wir uns, glaube ich, demnächst holen. So, konzentriertes Fahren, bewegliches Ziel. Ja, das ist fürs Autofahren dann. Beim Sprint nachladen ist auch immer hilfreich. Beute-Takedown, du plünderst die Gegner automatisch, während du einen Takedown machst. Messerwurf-Takedown, das ist auch cool. Da kann man nach einem Takedown nochmal das Messer von dem Gestorbenen quasi dann werfen auf einen weiteren. So, springe oder falle auf einen Gegner unter dir, das können wir auch nochmal holen. Aber erstmal ist, glaube ich, Leben das Wichtigste. Auch wenn es ein bisschen das Herkömmlichste ist, was man sich verbessert. Und ich mache mal Ernte besser. So, dann können wir auch in der Herstellung mal schauen. Wir brauchen hier dreimal Tibet-Wolfsfell, um den Waffengurt zu vergrößern. Den Geldbeutel, dafür brauchen wir zwei Baharal-Fell. Na, was ist ein Baharal für ein Tier? Samba-Fell brauchen wir zwei Stück, um die Beutetasche zu vergrößern. Das wäre jetzt ganz hilfreich. Wildschweinhaut für die Spritzentasche. Köderbeutel, dafür brauchen wir Rothundfell. Da haben wir ja gerade eins gesammelt. So, den Pfeilköcher. Mit dem Pfeil habe ich sehr gerne gespielt in Far Cry 3. Da konnte man die Pfeile immer wieder einsammeln und musste keine Munition kaufen. Für das braucht man Schweinehaut, Königstigerfell für die Schwermunitionstasche, Sprengstoff, Panzernashornhaut, Jackfell und Wildschweinhaut für Wurfgeschosse und Munition. So, und hier sehen wir noch den Fortschritt. Ja. So, und hier können wir mal in die Beutetasche schauen. Hier haben wir das Fell. Das Bärenfell, was mehr als das Doppelte wert ist als das vom Rothundfell. So, die Felle würde ich eigentlich nie verkaufen. So, die Cocktailserviette, die kann man eigentlich ablegen. Die braucht man nicht unbedingt. So, okay, hier haben wir die ganzen Texte wieder. Die kann ich eventuell separat nochmal hochstellen. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir unser erstes Upgrade für unsere erste Beutetasche, ist das, glaube ich, fertigstellen. Köderbeutel machen wir gerade mal so. Und jetzt brauchen wir drei Jackfell für das nächste Mal. So, und was ist das? Ist das auch ein Rothund oder ist das ein anderes Tier? Unterscheidet sich ja farblich ein bisschen. Ist auch ein Rothundfell. So, und wir haben auch einen Köder erhalten. Köder sind auch ziemlich wichtig, immer wieder. So, und hier können wir wieder nach oben klettern. So, aber das Gebiet, in dem wir suchen mussten, ist da unten. Oh. Na, gerade mal übersehen. Komm schon, Kletterhaken benutzen. So, sinken geht zum Glück sehr viel schneller. Haken lösen.
Und jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Ich hab das erste Paket. Prima. Dann auf zum letzten. Viel Glück. So, Beute können wir nicht mehr aufnehmen. Dafür aber wenigstens noch Geld. So, schauen wir mal, was noch in der Truhe ist, kurz. Bisschen Geld noch. So, und wir gehen zum nächsten Paket. Kann man hier drum herumlaufen? Nee, da muss man scheinbar jetzt doch hochklettern. So, dann machen wir das ganz schnell. Na, okay, da kann man sich auch noch mit dem Kletterhaken befestigen. Sehr gut, ich dachte kurz, dass ich jetzt nicht mehr sehen würde, wo es weitergeht. Falsch gedacht. So. Und von hier aus können wir auch laufen. Okay, das Dorf scheint verdächtig still zu sein. Mal schauen, können wir hier eventuell was entdecken? Nichts Interessantes, aber wir hören schon Fahrzeuggeräusche. Das heißt, irgendeiner ist hier in der Nähe. So, okay, wir müssen da hinten hin. Ist also noch ein kleines Stück. Da ist übrigens der Funkturm, den wir vorhin deaktiviert haben. Hier. Oh oh. Ein Wolf. Tut mir leid, aber du wolltest mich eindeutig gerade angreifen. So, Moment. Dann schauen wir mal, dass wir das Fell mitnehmen können. Die Beutetasche, da schmeißen wir wieder irgendwas nicht so Wertvolles weg. Das grüne Blatt können wir noch gebrauchen. Das Stauband brauchen wir nicht unbedingt. Das hat auch keinen hohen Wert. 1500. In Euro würde ich es mir überlegen. So, Tibet-Wolfsfell. Habe ich mir gedacht, das brauchen wir nämlich für den... Na, für den Waffengurt können wir mehr Waffen tragen. Zwei Waffen mindestens sind schon ganz hilfreich. So, hier wieder eine Notiz. Ihr könnt kurz pausieren und euch durchlesen, wenn ihr möchtet. So, und wo ist denn jetzt die zweite Kiste? Tasche, da ist sie. Alles klar, ich hab alle. Fantastisch. Beeil dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Okay, jetzt haben wir ein Zeitlimit. 1,5 Minuten. Achso, ja, man muss ja mit dem rechten, mit dem linken Stick jetzt beschleunigen. Ich habe wieder RT gedrückt. Hab gedacht, okay, damit würde es funktionieren. Und wo muss man denn genau hin? Okay, ich glaube, ich bin auf jeden Fall unterwegs in die richtige Richtung. Oh oh. Ach, komm schon. So, die 150 Meter, die kriegen wir doch sicher in 40 Sekunden noch hin. Das wäre doch gelacht. So, jetzt noch 100 Meter. Ah, sieht gut aus. So, und wir kommen in eine Höhle. Okay, das sieht aus wie ein Schutzbunker. Hier habe ich deine Vorräte. Danke, AJ. Ich oh, oh. Sorge dafür, dass... Also darf ich nicht rein? Ich habe eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden reinlassen. Ach komm schon. Das Gespräch haben wir jetzt auch ein bisschen verpasst, weil uns die Rothunde angegriffen haben. So, Moment. Dann schmeißen wir gerade nochmal drei Sachen aus der Beutetasche raus. Zigaretten. Die Anti-Baby-Pille ist auch nicht so viel wert. Eine hypodermische Nadel.
jetzt müsste die Beutetasche wieder voll sein. Und wir gehen zum Arm. Das war... Ach, wir haben eine neue Fähigkeit, die wir freischalten können. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, warten wir noch auf die zweiten, auf den zweiten Fähigkeitspunkt. Dann können wir uns Elefantenreiter holen. So, hier, wir müssen jetzt zum A. Da ist die nächste Hauptmission bei Amita. Okay, da geht aber sehr, sehr viel ab hier. Okay, wollen wir... Meine Güte. Okay, solange es nur Gegner sind, die dadurch leiden, ist das ja in Ordnung. Sollen die sich mit ihrem Brand beschäftigen? So, wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Hier haben wir auch Hirsche. Ja, wie kommen wir da rüber? Ist noch nicht so ersichtlich. Okay, ist doch ein ganzes Stück mehr, als ich dachte. So, nehmen wir mal das Quad oder... Ne, hier können wir uns hochhangeln. Das geht eindeutig schneller. Mit dem Quad müssten wir einen Umweg um die ganzen Felsen machen. Und hier klettern wir einfach hoch. So. Ach, und da sehe ich schon was sehr Interessantes auf der Karte. Nämlich einen Gleiter, mit dem wir fliegen können. Ach, das bewahren wir uns für ein anderes Mal auf. Und gehen lieber ins Dorf. Und bevor wir uns ins nächste Abenteuer stürzen, bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.